Willkommen zurück zu Let's Play Star Revenge 2 Act 1 Tour the Moon. Wir haben heute, ich dachte, ich weiß es nicht, Kurs 10? Mach mal Kurs 10, ja, mach mal Kurs 10. Jo. Oh. Darf ich erst noch hinlatschen? Ja gut, dann machen wir Kurs 10. Ja, komm. Hier. Kurs 10. World of Fantasies. Waterfall Valley. Athletic Park Tour. Oh. Oh. Sowas gefällt mir. In order to get star 5 and 6 from this level, you need to first clear the first 4 stars. For star 5, you will need to redo the path with 1 HP. You need to reach the bluish at the end. For star 6, you need to collect 50 pink coins. Each area has 10. Reddish Warp will take you back to the middle once you are done with the path. Two pink ones of the small platforms before the switch belong to this middle part here. Ah. Okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Hey, da gibt ihm. Oh Bella, das war nichts. Okay. Ist das jetzt alles? Oh. Hä? Oh. Ups. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal mit einer etwas schrägen Kamera. Ja. So funktioniert das Ganze auch. Ja, man muss nur diese komische Kamera zu verwenden wissen. Und da scheitern viele dran. Obwohl das ja sogar noch die schöne Kamera ist. Was? Ist das jetzt alles? Ja, und fällt gleich runter, der Mann. Wow. Wow, ich war zu langsam. Logisch. Wow, wieder zu langsam. Ah, ich schnall's nicht, ne? Ah, da machen wir's halt so. Oha! Okay, hat funktioniert irgendwie. Checkpoint! Ja, schön. Ach, komm schon, Leute. Hoppala. Nicht runterfallen. Och, kommt schon. Ich will solche stylischen Tricks anwenden. Also, das ist ja jetzt nicht wahr. Ah, okay, Leute. Nein, ich sehe das nicht ein. Ich will dahin, danke. So. Wenn ich das will, dann kriege ich das.
Ah, das war wieder klar. Schaff ich's vielleicht noch hin? Ja, danke. Jetzt habe ich hier den Warp, der nicht funktioniert. Hoppala. Das war wegen optimistisch gedacht. Ja, das kriegen wir schon hin. Es dauert nur ein bisschen. Boah. Aber dafür bin ich jetzt bei dem hier sicher. Während der andere. Genau. Boah. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Dann halt so. Und ich warte auf den Dinger noch so übelst lang. Hier ist der Stern. Wenigstens was. So. Ich hab nebenbei jetzt mal, ich werde zwar wahrscheinlich nichts schneiden müssen, ne, aber mich mal umgeschaut und tatsächlich von einigen gehört, was die so für ein Schnittprogramm verwenden. Ich meine, ich schneide ja hier gar nichts. Das ist alles vollkommen ungeschnitten, ne? Reflected Paths, Mirror Tricks. Es ist alles komplett ungeschnitten. So wie ich es aufnehme, lade ich es hoch. Ich tue es auch nicht mal nochmal extra rendern oder so ein Schmarrn. Nein, ich nehme es auf und das die aufgenommene Datei, die lade ich hoch. Ja, ich bin damit zufrieden. Aber ich werde es demnächst nicht mehr können, wenn ich meinen Elektrokanal öffne. Oder Schrägstrich Bastelkanal. Da werde ich dann auch ein bisschen andere Kleinigkeiten machen. Wenn ich den Kanal eröffne, ich meine, da werde ich schneiden müssen, zwangsläufig. Weil ich dann aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen muss. Oder das Video abkackt und lauter so ein Zeug. Oder ja, keine Ahnung. Okay. Okay. Und naja, jetzt habe ich mich mal umgeschaut. Also das wahrscheinlich beste und günstigste, also Preis-Leistungs-Verhältnis, im Prinzip 0 Euro, muss wohl dieses Da Vinci sein. Da Vinci Resolve. Und ich muss sagen, ich finde das klasse. Hab zwar noch damit gearbeitet, aber klasse finde ich es trotzdem. Also, ja, dafür, was man dann für den Preis bekommt. Also von 0 Euro, ich meine, ja, man musste ein paar Angaben machen bei der zum Runterladen, aber naja, hey. Dann wissen die halt meinen Namen, Stadt und so, meine Telefonnummer. Gebe ich jetzt einmal zu, würde ich jetzt fast sagen, ist legitim, hey. Ist legitim dafür, dass ich das bekomme? Und die Angaben müsste ich, wenn ich was bezahle, eh machen. Na? No? Hoppala. Ah. Hoppala. Oh, das war scheiße. Hoppala. Hoppala. Jo. Und wisst ihr, Leute, was noch so kommt demnächst? Höchstwahrscheinlich kommt Mario Kart Wii Custom Tracks Grand Prix Evolution online. Allerdings nicht alleine, sondern wahrscheinlich zusammen mit meiner Freundin. Weil wir spielen es eh ab und zu und wir haben uns gedacht, naja, kaufen wir uns mal für 13 Euro irgendeine China Capture Card mit Durchschleife-Dings, dass wir weiter am Fernseher unser Zeug zocken können und über, ja, OBS unser Zeug aufnehmen können. Dann können wir ganz einfach unter Online-Gedöns, einfach online ein bisschen zocken. Zocken, ja genau, zocken. Und uns darüber erfreuen. Tja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das jetzt hier gespiegelt. Hab aber irgendwie noch nicht so genau rausgefunden, was ich jetzt hier machen will, soll, können, tu. Vielleicht hier was. Hä? Oh. Das bringt mir jetzt auch wieder was? Oh.
Oh, das habe ich nicht gesehen, weil ich habe gedacht, das ist mit da unten. Oh, okay. Ah, ich verstehe es. Okay, wir haben auch Stand 2 dieses Levels geholt und wir werden nun freundlich, so wie wir sind, uns auch den dritten Stern gönnen. Ja. Deflected Path, Mural Streak. Bloß die einzige Sache, die wohl bleibt, ist, wie wir es schaffen. Unsere beiden Mikrofone dann aufzunehmen, weil wir haben beide Klinke und ich habe nur einen Eingang. Noch was kaufen mag ich nicht, also entweder hat sie noch irgendein Bluetooth-Dingsi-Bumsi da. Oh, das ist nicht Reflected Path. Oder mir schon alt aus, oder ich muss die Webcam wieder mal verwenden. Oh, das ist aber nicht schlecht, nicht schön, dann haben wir wieder einen schrecklichen Ton, oder? Oder wärt ihr damit einverstanden? Für ein kleines Let's Play. Hoppala. Nee, 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 nee. Ja, genau, so geht das. Man kann auch auf kleinen von kleinen Stellen aus. Au. Wandsprünge. Nein, Weitsprünge ausführen. Jetzt bin ich sicher, sicher. Sicher. Ich weiß noch nicht so genau, was ich will. Hey! Ah, okay. Und wozu muss ich jetzt den Schalter drücken? Oder ist das für nicht jetzt, nicht für jetzt gedacht? Ah! Der ist hier. Okay. Gut, und wenn man quasi mal runterfällt, dann ist das kein Problem. Dann quasi darf man sich erfreuen. Ah! Sich erfreuen, einen etwas vereinfachteren Weg wieder nach oben zu finden. So, noch einen Stand geschafft. Immer noch nur der zweite. Der zweite ist tatsächlich hinten. Broken Down Castle. Na gut. Also, ist das da hinten jetzt unser Weg? Nein, das ist er nicht. Hä? Ach, das ist unser Weg. Also, ich gehe so rüber. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, Bro-Dude. Da, 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 da. Na gut, von mir aus. Dann machen wir einen. Ah, au. Ah, ah, das mag ich. Das mag ich auch, so Zeug. Yippie. Ja, verdammte Kacke. Ich frage mich, ob ich mich hier eigentlich festhalten kann. Oh, kann ich. Er hat daran gedacht, hier eine Kante hinzumachen. Und zwar eine, die groß genug ist. Obala, ich mach's aber jedes Mal wieder falsch, ne? Ich sag noch, ich mag so Zeug. So. Bäh. Ja, ist doch jetzt egal. Okay. Wie rum? Ich mag's jetzt mal so. Oh, hat funktioniert, aber ich glaube, man will es so haben. Okay. Verstehe ich. Und was soll dieser Pfeil? Ah. Okay, Leute, wir haben's. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe nur ein Problem.
Ich gebe es hundertprozentig nicht genügend Münzen, um 100 Münzen zu erschaffen. Dude, where is MacKaiser? The prequel. What the fuck? Ah. Ah. Jetzt soll ich alles mit 1 KP schaffen. Alter! Und ich gehe davon aus, dass welche ist hier dieser Rückweg. For Star, we will need to redo the path with 1 HP. Okay, you need to reach the bluish at the end. The bluish at the end. At the end? Was ist der bluish? Was ist das? Okay, okay. Also ich würde jetzt mal spontan sagen. Ja. Hä? Hä? Ah. Den Pfad, da müssen wir. Ja. Das ist aber kein Thema. Das sollten wir schaffen. Ja, kriegen wir hin. Also, der muss ich hin. Okay, dieser Warp funktioniert jetzt. Das muss ich jetzt machen. Hoppala. Jetzt, ihr beiden Plattformen, würdet ihr mir bitte die Ehre erweisen und auftauchen? Ich danke euch. Ich danke euch. Wow. Das war wohl zu voreilig. Oh, es hat funktioniert. Also so ein fieser Mist, hey. Okay, machen wir es anders. Okay, hat funktioniert. Ja, mach. Machbar ist es? What the fuck? Wow, wow, wow. Wow, das sind halt Herausforderungen. Wow, mein Schreibtisch. Ich muss mal meinen Schreibtisch zurückgucken. Uiuiui. Solche, ui. Aktivitäten veranstalte ich. Ja, ja. Auf jeden Fall dauert es aber, bis die Capture Card, so wie ich sie nenne, oder Video Grabber eigentlich eher, ist ja wohl HDMI Grabber, es dauert, bis die auftaucht. Also angeblich bis Ende Januar, Anfang Februar. Ja. Das Problem ist, ich bekomme heute 2 Pakete und weiß aber das zweite nicht, kann die Tracking-Nummer nicht zuordnen. Das ist mein ganzes Problem.
Ja, deswegen werde ich heute wohl oder übel schauen, ob das nicht schon dabei ist, weil ich erhalte ja keine Sendungsverfolgung. Zurzeit erhalte ich die kaum. Obwohl ich durch was war denn das jetzt? Ich könnte auch einfach wieder runterspringen. So. Peck. What the fuck? Hoppala. Hoppala. Nein, nein, nein. Jungs, Jungs. Jungs, Jungs. Danke. Jo, geschafft. Also das mit dem 100 Münzstein wird spannend. Es wird sehr spannend, wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Weiß nicht, wie ich die bekommen soll. Na gut, Leute. Nächstes Mal treffen wir uns hier beim Titelbildschirm und machen den, naja, Rest, würde ich jetzt mal behaupten. Bis dahin, einen Daumen hoch und oder runter. Ihr wisst ja, ihr kennt's ja. Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt und wenn nicht, dann guckt euch andere Videos an, das sage ich's. Ja, das ist mal sehr toll. Egal. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.